Aktualisierung der Preisgestaltung der Champions. Von den Autoren Barack Probama, August und Riot Sakar. Hallo, wir sind Barack Probama und Riot August und möchten kurz über die Preisgestaltung der Champions sprechen. Unser Hauptziel hierbei besteht darin, es neuen Spielern zu erleichtern, Champions zu erhalten. Außerdem sollen unsere Preise den Leuten als Leitfaden dienen, durch die sie die Champions finden, die ihnen zu Beginn ihrer League-Karrieren eher Spaß bereiten werden. Wir wissen, dass Lieblings-Champions den Spielern dabei helfen, League weiterzuspielen und zu erlernen und ein Grund dafür sind, dass Spieler nach einiger Zeit zur League zurückkehren. Sprechen wir zuerst über den Elefanten im Raum. Unsere aktuelle Preisgestaltung ist etwas veraltet. Sie wird nur langsam aktualisiert, berücksichtigt nur das Alter der Champions und passt nicht zu unseren Vorstellungen dessen, wie die Spieler heutzutage ihre Champion-Pools aufbauen sollten. Schließlich geht es in League um die Champions, weshalb wir die Preisgestaltung auch verbessern werden. Die neue Struktur orientiert sich immer noch am Alter der Champions, ist jedoch nicht mehr an deren Veröffentlichung gebunden. Da sich unsere Strategie aus den frühen Tagen, mit jedem zweiten Patch einen Champion zu veröffentlichen, hin zu einem klaren, besser planbaren Rhythmus geändert hat, wird es unserer Meinung nach auch Zeit, unsere Herangehensweise an Preisreduktionen zu verändern. Wir werden uns in Zukunft nicht mehr an der Anzahl an Champions orientieren, die nach einem Champion veröffentlicht wurden, sondern stattdessen die Anzahl an Saisons heranziehen, die ein Champion bereits miterlebt hat. Wir werden das bestehende Modell behalten, in dem neue Champions bei ihrer Veröffentlichung teurer sind, eine Woche später billiger werden und nach zwei Saisons erneut billiger werden, bevor sie basierend auf den Daten neuer und zurückkehrender Spieler einer Klasse zugewiesen werden. Wir werden auch die Preise für Champions aktualisieren, deren Klassen sich durch visuelle und spieltechnische Überarbeitungen wie Fiddlesticks, Gameplay-Aktualisierungen wie Aurelion Sol oder mittelgroße Updates wie Syndra verändern, wenn wir der Meinung sind, dass sie dadurch neuen und zurückkehrenden Spielern bessere Erfahrungen bieten. Was den letzten Punkt betrifft, so könnte man jetzt vielleicht annehmen, dass Champions auch in höhere Klassentöpfe aufsteigen können, was wir jedoch aktiv vermeiden werden. Wir gehen nicht davon aus, dass so etwas für mittelgroße Aktualisierungen passieren wird. Im Fall von visuellen und spielerischen Überarbeitungen und Gameplay-Aktualisierungen sieht das jedoch anders aus. Ich möchte noch einmal betonen, dass wir versuchen werden, derartige Klassentopfaufstiege zu verhindern. Sollten Preise aber dennoch einmal steigen, werden wir die Spieler rechtzeitig darüber informieren. Hier ist eine Übersicht über die Klassen, in die die Champions eingestuft werden. 450 blaue Essenzen bzw. 260 Riot Points. Champions, die sich hervorragend für neue Spieler eignen. Diese Champions verfügen über eine ausgeprägte Fantasie und ein zugängliches Fähigkeitenset, das den Spielern laut unseren Daten hilft, bereits früh Erfolge feiern zu können. Beispiele hierfür sind Malphite, Miss Fortune und Yuumi. 1350 blaue Essenzen bzw. 585 Riot Points. Diese Champions sind zwar etwas komplexer als die der niedrigeren Klasse, interessierten Spielern jedoch immer noch zugänglich. Diese Champions weisen Spielmuster mit nuancenreicheren Fähigkeiten auf, besitzen aber dennoch eine vernünftige Untergrenze für das Können und haben sich als Fanlieblinge erwiesen. Beispiele hierfür sind Yasuo, Lucian und Zed. 3150 blaue Essenzen bzw. 790 Riot Points. Diese Champions weisen einen höheren Schwierigkeitsgrad oder spezielle Spielmuster auf. Außerdem besitzen sie steilere Lernkurven, die erst gemeistert werden müssen, bevor man mit ihnen Erfolg hat. Beispiele hierfür sind LeBlanc, Shaco und Yorick. 4444 blaue Essenzen bzw. 880 Riot Points. Diese Klasse ist für Perfektion und Schönheit reserviert. Hahaha! 4800 blaue Essenzen bzw. 880 Riot Points. Diese Klasse wird den Großteil des Champion Pools beherbergen. 6300 blaue Essenzen bzw. 975 Riot Points. Die Champions wurden in den letzten beiden Saisons veröffentlicht und werden nach dem Beginn der nächsten Saison in die nächsthöhere Klasse aufsteigen. 7800 blaue Essenzen bzw. 975 Riot Points. Die Champions wurden in der letzten Woche veröffentlicht.
Neben den Preisänderungen werden wir auch neue Champion-Pakete veröffentlichen, die eine Reihe von Gameplay-Rollen innerhalb jeder Klasse abdecken. Diese Pakete sind noch preiswerter und für Spieler gedacht, die ihre Sammlung schon früh vergrößern wollen. Diese Änderungen stellen im Großen und Ganzen eine umfangreiche Reduktion der blauen Essenzen bzw. Riot-Point-Kosten unserer Champions dar, was den Spielern den Start in ihre League-Reise erleichtern und ihnen dabei helfen soll, schnellstmöglich Spaß zu haben. Ohne Rabatte verringert sich der Preis für unseren Champion-Katalog insgesamt um 140.606 blaue Essenzen und 14.905 Riot-Points. Doch wie in jedem guten System gibt es auch hier ein paar Ausnahmen. Allen voran Singed, Kayle, Twisted Fate und Ryze. Diese Champions sind einfach cool und werden heute von vielen Spielern gespielt, wir sind aber dennoch der Meinung, dass neue Spieler mit ihnen wahrscheinlich keinen Erfolg haben werden, was auch aus unseren Daten hervorgeht. Aus diesem Grund werden wir ihren Preis auf 4.800 blaue Essenzen anheben, den Riot Points Preis jedoch bei 260 belassen, um sicherzustellen, dass Spieler, die diese Champions unbedingt haben wollen, sie sich trotzdem leisten können. Wir haben vor, diese Änderungen zusammen mit dem nächsten Patch, 13.5, weltweit zu veröffentlichen. Bis dahin wünschen wir dir viel Spaß und wir sehen uns in der Kluft. Barrack Probama, Designleiter für wettkampforientiertes Gameplay, Jordan Checkman. Barrack Probamas Blut besteht zu 90% aus zuckerfreier Limonade und zu 10% aus Taschentuchskizzen für neue Funktionen. August, Lead Champion Designer August Browning. August liebt es, Champions zu entwickeln, über Champions nachzudenken und bei der Aufstiegsserie in die Diamantklasse zu versagen. UWU. Riot Sakar, Senior Community Manager, Caden House. Ist sich noch immer nicht ganz sicher, was ein Poro eigentlich ist.